Metall, Felgen, Spoiler. Wir Deutschen sind die Tuner-Nation Nummer 1. Also ich habe schon immer davon geträumt, mal einen coolen Sportwagen zu fahren und das ist er jetzt geworden. Die Devise, Klasse statt Masse. Das Lieblingsstück muss einzigartig sein. Tiefer, härter, breiter. Genau. Die Liebe zum Auto, sie ist ein teures Hobby und dafür investieren Tuner eine Menge Geld. Wir verzichten ja lieber auf Urlaub und Freizeit und stecken das dann in unser Auto. Tuning-Club versus Edelschmiede. Hobbyschrauber trifft High-End-Veredler. Das ist immer noch Luft nach oben über tolle Sachen wie Leistungssteigerung, aber auch optische Elemente innen, Interieur. Klar ist, schöne Autos erfreuen unsere Herzen und unsere Frauen. Die Frage, kommt erst das Auto und dann die Frau oder erst die Frau und dann das Auto? Wenn man richtig viel verändert hat am Auto, ist es teilweise besser wie Sex. Aber der Schönheit sind Grenzen gesetzt. Zu viel Tuning ist der Polizei ein Dorn im Auge. Durch sogenannte Poser, die hier nichts anderes zu tun haben, als ständig zu kreisen und immer wieder mit aufheulenden Motoren jenseits der 100 Dezibel Grenze die Bürger zu ärgern. Und manche übertreiben es massiv und überschätzen die eigenen Fähigkeiten. Die ballern hier richtig schnell durch. 180 kann auch schneller sein. Wenn sie dann einmal auf die Wiese kommen, dann ist vorbei. Mit dem Lamborghini durch Berlin. Das Edelstück gehört Lexi Rocks. Sie ist Pornodarstellerin und gehört zu den Stars der Szene. Neben Michaela Schäfer, Mia Julia und Sarah Joel Janel war sie eines der Gesichter der Erotikmesse Venus. Kein alltäglicher Job, Lohn der harten Arbeit. Ein Lamborghini Huracan. Als Serienmodell kostet der Wagen knapp 180.000 Euro. Lexi Rocks war der Bolide aber auch irgendwie zu langweilig. Deshalb hat sie ihn umbauen lassen und dabei sogar selbst Hand angelegt. Die Kotflügel hat sie abgesägt und dafür ein Liberty Walk Breitbau-Kit angenietet. Außerdem gab es neue Felgen und ein Luftfahrwerk. Per App kann Lexi das Auto komplett auf den Asphalt legen. Die neue Klappenabgasanlage sorgt für tiefen, kernigen Sound. Der V10-Saugmotor verbraucht rund 12 Liter. Aus 610 PS wurden 640 PS. Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 325 km pro Stunde. Das alles hat seinen Preis. Viel, viel, viel Geld. Nein, der kostet so, wie er ist mit der Ausstattung. Oh Gott, das traue ich mir gar nicht zu sagen. 245.000 Euro. Sehr viel Geld, knapp eine Viertelmillion Euro. Das verdient sich nicht so einfach nebenbei, auch nicht als Pornostar. Und deshalb hat Lexi auch immer ein bisschen Angst um ihren Lamborghini. Kein Auto für den Wocheneinkauf, nur an besonderen Tagen fährt sie den Huracan aus. Mit dem Auto fahre ich natürlich nicht im Alltag, weil erstens möchte ich den nicht irgendwo abparken und dann reingehen, weil ich hab Angst um mein Auto. Ich meine jetzt nicht, dass geht jetzt nicht davon aus, dass jemand rangeht und Kratzer macht, aber schon allein, wenn jemand unvorsichtig ist und seine Tür gegen mein Auto deppert, das kostet ja auch schon, wenn da ein Schaden ist, viel, viel Geld. Und dafür ist er einfach zu schade. Ein Auto für 245.000 Euro. Für einen Durchschnittsdeutschen unbezahlbar. Und genau das sorgt für Neid. Das ist ja allgemein die deutsche Mentalität, es ist natürlich auch viel Neid. Ja? Also den Leuten passt mein Job nicht und hat sie sich vom, darf ich das sagen, Schwänzelutschen finanziert. Ja, sorry, das ist mein Job, den mache ich schon ein paar Jahre und den habe ich auch schon gemacht, als ich den Lambo mir noch nicht hätte leisten können oder noch nicht gefahren habe. Ne? Da hat es ja auch keinen gestört. Also wehe, du kannst dir mal von deinem Job was leisten. Also das ist ja anscheinend sowieso verpönt.
Lexirox hegt und pflegt ihren Sportwagen. Das Putzzeug hat sie immer dabei. Sorgfältig entfernt sie mit Lackschnellreiniger lästigen Dreck. Dann wird nachpoliert. Denn Lexirox fährt heute noch mit ihrem Kumpel Ingo nach Berlin-Spandau zum Tuner-Treffen. Jeden Samstagabend trifft sich hier die Szene aus Berlin und Brandenburg. Ortswechsel, Friedrichshafen am Bodensee. Hier findet die Tuning World statt. Sie ist eine der großen Messen der deutschen Tuning-Szene. Jedes Jahr zu Saisonbeginn treffen sich hier die Autofans. Die Autos sind hochpoliert, die Händler und Bastler präsentieren ihre neuesten Gimmicks. Autotuning ist ein Milliardengeschäft. 10.000 Euro und mehr sind schnell investiert. Der Branchenverband VDAT schätzt, dass die Deutschen jährlich rund 1,8 Milliarden Euro für Autotuning ausgeben. Felix Plewinski aus Fürstenfeldbruck ist Azubi zum Einzelhandelskaufmann. Auch er ist mit seinem Tuning-Club zur Messe gefahren. Alle in der Clique sind um die 20 Jahre alt. Fachsimpeln ist angesagt. Das Ziel der jungen Tuner, auffallen und hervorstechen aus der Masse der Standardfahrzeuge. Man möchte ja was Besonderes sein und man möchte sich einfach damit von der Masse absetzen. Und deswegen tune ich einfach mein Auto, um zu zeigen, ich bin anders wie andere. Aber nicht, dass ich was Besseres bin, sondern einfach nur, um den Leuten zu zeigen, was man einfach alles noch machen kann. Jeder Tuner will das Besondere und Einzigartige. Doch das ist teuer. Der Urlaub mit der Freundin muss dann auch mal ausfallen. Mai ist halt so. Ich meine, man kann auch in Urlaub fahren, aber davon kriegt man halt auch einen schönen Satz neue Felgen. Zu Hause in Fürstenfeldbruck verbringt die Clique die Wochenenden oft vor und in der Garage. Als nächstes Projekt wollen die Garagentuner einen Opel Adam blau folieren. In der Tuning-Szene hält man zusammen und hilft zusammen. Erst recht, wenn mal was kaputt geht. So wie bei Manuel Schreiner. Er hat sein Auto in der Hofeinfahrt mal wieder aufgesetzt. Ich bin schon wieder aufgegangen. Das fünfte Mal jetzt. Fuck! Scheiß die Wandern. Ja, mein Achsträger ist zu tief. Ich habe vielleicht 2 cm Bodenfreiheit und bin bei der schönen Einfahrt mal wieder aufgesessen. Das fünfte Mal heute beim Herfahren. Und das Tuner-Herz brennt in dem Moment? Oder? Ja, es tut sehr weh. Der Moment, wenn es schlägt und aufsetzt, das tut schon sehr weh. Kaputt gegangen ist aber diesmal zum Glück nichts. Und selbst wenn, dann hilft man sich eben gegenseitig. Beim Folieren fangen die Jungs erstmal mit der Motorhaube an. Das soll aber im Laufe des Nachmittags noch so einige Probleme bereiten. Kempten im Allgäu. Hier ist der Firmensitz von Up Sportsline. Das Unternehmen hat unter anderem mehrere Teams in der DTM und es gehört zu den bekanntesten Fahrzeugveredlern der Welt. VWs, Audis und Bentleys werden hier hochwertig getuned. Dabei werden die Autos auch mal an die Kette gelegt. Auf dem Prüfstand messen die Mechaniker die Leistung, um mit zusätzlichen Steuergeräten noch mehr Power aus dem Motor rauszuholen. Bei Abt legen die Kunden Wert auf das Besondere, das Individuelle, aber dennoch dezent mit Stil. Das ist Firmenchef Hans-Jürgen Abt wichtig. Ein Fahrzeug veredeln gibt ja eine bestimmte Note am Fahrzeug. Wir sind ja mit Abt eine Marke und unsere Produkte, wo wir an das Fahrzeug anbringen, haben ja gewisse Sinnhaftigkeiten, Individualität und auch eine geprüfte Auszeichnung. Und das ist eigentlich dann der nächste Schritt vom Tuning in die Veredelung. Noch steht dieser Audi als Serienfahrzeug mit etwas Sonderausstattung da. Aber jetzt soll er richtig veredelt werden zu einer 120 Jahre Abt-Jubiläumsedition, limitiert auf 12 Fahrzeuge. Dafür zerlegen die Karosseriebauer das Serienfahrzeug einmal komplett. Anschließend veredeln sie das Fahrzeug mit Leder, Carbon, neuen Felgen. Und der RS6 bekommt eine Leistungssteigerung von 605 auf 735 PS. Listenpreis ab Werk 111.000 Euro.
Mit Sonderausstattung und Abtveredelung verdoppelt sich der Preis fast auf satte 220.000 Euro. Verantwortlich für den Umbau sind die Karosseriebauer Mario Kollreider und Michael Förster. Also wir bauen hier einen RS 620 Jahre Abt Edition. Optische Veränderungen außen gibt es mit Sichtcarbon-Teilen. Und vorher bauen wir das ganze Interieur aus, wird komplett beledert mit Alcantara, mit Bestickung 120 Jahre, verschiedene Teile. Der gesamte Umbau wird etwa 5 Wochen dauern. Alles ist Handarbeit. Mario Kollreider und Michael Förster reißen quasi alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber was bringen einem mehr als 700 PS im Alltag? Auf öffentlichen Straßen lässt sich diese Leistung kaum ausreizen. Wer alles aus seinem Auto rausholen möchte, geht auf offizielle Rennstrecken. Besonders beliebt ist die Nürburgring-Nordschleife in der Eifel. Fast täglich können hier Autofans bei sogenannten Touristenfahrten ihre Limits kennenlernen und auch überschreiten. Mit dem eigenen Auto und auf eigene Gefahr. Der Preis pro Runde ab 29 Euro. Marc Isso auf dem Weg zur Nordschleife. Er ist ein sogenannter Carspotter. Seine freien Wochenenden verbringt er an der Rennstrecke. Hier montiert er seine Kamera in Position und wartet ab, was passiert. Wir sind hier am Nürburgring auf der Nordschleife, im Adenauer Forst, genauer gesagt Ausgang Fuchsröhre. Und ich filme die Fahrer, heute Touristenfahrer, und schneide immer die Videos zusammen, 11 Stunden, zu einem 3-Minuten-Action-Video für meinen YouTube-Kanal. Action heißt Autos, die am Limit fahren, Autos, die sich drehen oder auch Autos, die leider einschlagen. Aber das ist das, was die Leute meistens sehen wollen. Das bringt die meisten Klicks, so traurig es sich anhört. Aber das ist halt die Action, die ein normaler Besucher nicht sehen kann. Das sieht man nur, wenn man wirklich von morgens bis abends dann hier ist. Nach jedem Tag an der Strecke lädt Marc Isso die Clips auf YouTube hoch. Und er ist nicht alleine. Im Internet gibt es inzwischen eine riesige Community von Carspottern. Die Videos von Marc Isso haben mehrere Millionen Klicks. Ganz schlimme Sachen veröffentliche ich nicht. Aber normale Blechschäden, das wollen die Leute sehen, das ist spannend und das gehört dazu. Und das wissen auch die Fahrer und das akzeptieren auch die meisten. Hobbyfahrer und Spotter kennen sich. Marc Isso trifft auf dem Parkplatz Ovind Nielsen. Der Norweger kommt regelmäßig zum Nürburgring und bleibt dann auch gleich eine ganze Woche. Auch er hat hier schon einmal seinen Porsche zerlegt. Ein teurer Spaß. It was quite expensive. Here they told me they could fix it. Ja, das war ziemlich teuer. Die haben mir erzählt, dass man das hier für 35.000 Euro reparieren kann. Dann habe ich es doch lieber zu Hause selber repariert und das hat jetzt so etwa 20.000 Euro gekostet. But almost finished. And it cost about 20.000. An der Unfallstelle gab es aber gleich noch ein Erinnerungsfoto mit dem demolierten GT3. Die schönen Momente im Leben, die muss man eben einfach festhalten. Vollgas auf der Rennstrecke, das kommt für Pornostar Lexi Rocks nicht in Frage. Sie fährt einen Lamborghini Huracan. Wert knapp 250.000 Euro. Daran hängt ihr ganzes Herz und das zeigt sie selbst in diesem Video sehr eindrucksvoll. Das romantische Dinner zum Valentinstag. Es steigt in der Werkstatt. Und geflirtet wird mit dem Lamborghini. Was ist das Tolle an so einem Auto? Das ist ein Lamborghini. Die Antwort ist einfach, nein, es ist einfach geil. Also jeder Mensch hat ja einen Traum und einige können sich den halt erfüllen. Und das habe ich gemacht. Ne? Also ich habe schon immer davon geträumt, einen coolen Sportwagen zu fahren. Und
Das ist er jetzt geworden. Trotzdem mit 640 PS und 325 km/h Spitze, da lässt sich schon was mit anfangen. Aber den schnellen Kick holt sich Lexi Rocks dann doch eher mit Kumpel Ingo beim kurzen Beschleunigen auf der Berliner Stadtautobahn. Der Lamborghini ist hochgezüchtet und umgebaut. Breitere Kotflügel, neue Felgen, Klappenabgasanlage, Luftfahrwerk. Einmal aufsetzen bei hoher Geschwindigkeit, der Schaden wäre enorm. Es geht nur eins, entweder sieht es total geil aus oder du kannst damit halt total schnell fahren, leider. Nur wenige Autotuner gehen mit der Geschwindigkeit wirklich ans Limit. Die meisten wollen sich besonders optisch abheben von der Masse. Flügeltüren, weißes Armaturenbrett, Fernseher in der Kopfstütze oder plüschiges Playboy-Rosa. Das Auto soll individuell sein, was Besonderes, was zum Schrauben. Tuning fängt im Kleinen an. In Fürstenfeldbruck wollen Einzelhandels-Azubi Felix Plewinski und Hotelfachmann Adrian Lange einem Opel Adam S eine neue Farbe spendieren. Lackieren ist teuer, deshalb greifen die beiden zur günstigen Alternative. Blaue Folie. Wo willst du den Strahler hinstellen? Wir planen jetzt halt die Motorhaube vom Adam einmal blau zu folieren und dann im Zuge der ganzen Umbaumaßnahmen alles, was jetzt rot ist, im Endeffekt durch ein Blau zu ersetzen, sprich dann noch das Dach, den Heckspoiler und die Spiegelkappen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Motorhaube, weil das das einfachste Bauteil erstmal ist. Ob das wirklich so einfach ist, das wird sich allerdings noch zeigen. Beim Folieren spielt vor allem die Qualität der Folie eine ganz entscheidende Rolle. Wir verwenden jetzt 3M. Es gibt natürlich auch das Zeug aus Fernost, sage ich mal so. Das kriegt man natürlich dann auf den verschiedenen Portalen relativ günstig und wir verwenden aber nur Markenfolie und nichts Billiges daneben. Ein Quadratmeter dieser Markenfolie kostet 45 Euro, das ist preislich der mittlere Bereich. Bei der Folie ist es ganz wichtig, die darf nicht zu dick sein, um sie besser um die Kanten rumzulegen, muss sie relativ dünn sein und bei dieser günstigen Folie, die ist relativ dick. Das heißt sehr starr und die ist schlecht zu verarbeiten. Felix Plewinski reinigt die Motorhaube erstmal gründlich, denn die muss sauber und staubfrei sein. Danach öffnet Adrian Lange die Motorhaube leicht. Damit die auch hält, klemmt er eine leere Getränkedose drunter. Normalerweise gibt es ein richtiges Stativ, aber das haben wir halt leider nicht. Also nehmen wir eine Dose, aber die tut es ja auch, hält die Motorhaube hoch. Dann wird die Freundin zur Unterstützung gerufen. Schatz! Ach, jetzt halt. Entschuldigung. Halten, hier. So, dass du und der Adrian die auf Spannung halten. Da ist ein Knick drin. Jetzt schneiden Adrian Lange und Felix Plewinski die Folie zu. Mit einem Rakel, einer Art Eiskratzer, wird die Folie auf das Metall gestrichen. Damit die Folie elastischer wird, kommt der Heißluftföhn zum Einsatz. So lassen sich Wellen und Luftblasen besser aus der Folie rausstreichen. Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. Also man kann es mit dem Rakel machen, aber ich habe festgestellt, dass es bei der Folie jetzt hier fast besser mit dem Finger geht. Drücke ich halt ganz langsam die Blasen raus, dass ich keine Risse in der Folie kriege. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Die vermeintlich einfache Form der Motorhaube hat eine fiese Kante. Die Kontur vom Auto, die macht uns jetzt gerade ein bisschen zu schaffen, weil wir um die Ecke nicht rumfoliert kommen. Skepsis macht sich breit. Das Projekt Motorhaube scheitert vorerst. Im Garagentuning kann schon mal was schief gehen, dann macht man das halt dann nochmal. Oder man fängt erstmal mit was an, wo man sich sicherer ist und dann macht man später die Problemfälle. Deshalb nehmen die Jungs das Dach in Angriff. Das scheint einfacher zu sein. Die Folie von der Motorhaube landet im Müll. In Kempten beim Edeltuner Up Sportsline findet eine aufwendigere Veredelung statt.
Die beiden Karosseriebauer Mario Kollreider und Michael Förster zerlegen einen Audi RS6 in seine Einzelteile. Die Verkleidungsteile werden später unter anderem mit Nappa-Leder und Alcantara verschönert. Dazu bekommt der Kombi noch verschiedene äußere Veredelungen und eine Leistungssteigerung auf 735 PS. Mario Kollreider beginnt mit dem Lenkrad. Dazu baut er zunächst den Airbag aus und beschriftet ihn, damit man später noch weiß, zu welchem Auto er gehört. Im Airbag sind pyrotechnische Teile verbaut. Damit die nicht in falsche Hände geraten, kommt der Airbag in den Panzerschrank. Nach dem Lenkrad schaffen die beiden Karosseriebauer Platz im Wageninneren. Dafür lösen sie die Verschraubungen der Vordersitze und heben sie aus dem Auto. Danach ist die Rücksitzbank dran. Die ist einfach nur eingeklippt und schnell entfernt. Anschließend demontiert Mario Kollreider die Innenverkleidung an den vier Fahrzeugsäulen und an den Türschwellen. Unter Interieur kommt alles raus, bis eigentlich auf den Teppich. Schalttafeleinsatz, Sitze, Lenkrad, Rücksitzbank, Heckklappenverkleidungen, Türverkleidungen, Himmel und ja, Mittelkonsole. Die Türverkleidung lässt sich relativ leicht abnehmen. Am Heck entfernt Mario Kollreider noch die Rücklichter. Danach lockert Michael Förster die hintere Stoßstangenverkleidung. Als nächstes ist die Frontschürze dran. Auch die ist nur mit wenigen Schrauben fixiert. Aufwendiger ist es im Cockpit, denn im RS6 ist viel Elektronik verbaut. Ja, da wird es jetzt schwieriger. Erstens haben wir Sichtcarbon-Teile, wo natürlich man mehr aufpassen muss, weil die teuren Teile natürlich teurer sind. Und dann haben wir Kabel, damit wir auch keine Kabel abreißen und nichts. Und dann geht es hier ein bisschen enger zur Sache. Der Ausbau der Mittelkonsole, es ist eine ziemliche Fummelei. Und genauso komplex ist es mit der Multimedia-Einheit und dem Bedienfeld der Klimaanlage. Die beiden Karosseriebauer müssen aufpassen, dass sie nicht aus Versehen ein Kabel abreißen. Auch das Armaturenbrett dauert länger. Es ist mit vielen Schrauben befestigt. Aber dennoch, nach nur 3 Stunden ist der fabrikneue Audi RS6 nahezu komplett in seine Einzelteile zerlegt. Die werden sorgfältig sortiert, damit beim späteren Zusammenbau auch nichts fehlt. So viele Teile, die gehen funktionstechnisch sowieso nur auf eine Seite und außerdem sind sie beschriftet mit der Teilenummer und zweitens steht zum Beispiel hier Türverkleidung hinten links mit Kürzel. Da kann man immer erkennen, wo das hin muss. Auch wenn er nicht so aussieht, der ausgeschlachtete Audi fährt noch. Als Sitz dient ein Getränkekasten. Die Einzelteile aus dem Innenraum werden dann zur Sattlerei geschickt. Dort erhalten sie ihren exklusiven Lederbezug. Die Sattlerei verwendet dafür Alcantara und Nappa-Leder. Hier ist alles Handarbeit. Die komplette Belederung der Einzelteile von nur einem Auto dauert rund 240 Stunden. Der Audi RS6 ist ein Kombi. Das Auto durchaus tauglich für den Familienausflug am Wochenende. Allerdings in der Sonderedition für 220.000 Euro und mit über 700 PS wohl kaum erschwinglich für den Durchschnittsdeutschen. Das ist ein bisschen Understatement, das ganze Thema. Er kann seine Familie mitnehmen, er kann zeigen, natürlich, wenn er dann will, dass das Auto wirklich was Besonderes ist. Und das macht den RS6 aus. Mit 640 PS geht es über die Berliner Stadtautobahn. Pornostar Lexi Rox ist mit ihrem Kumpel Ingo auf dem Weg zum Tuner-Treff nach Berlin-Spandau. Jeden Samstag trifft sich hier die Szene aus Berlin und Brandenburg auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Der Lamborghini Huracan wird sofort von Tuning-Fans umringt, fotografiert und gefilmt. Oberstes Gebot auf einem Treffen: Das Auto muss tiefer liegen.
Der Lamborghini hat ein Luftfahrwerk, ein sogenanntes Airride-System. Per Smartphone-App kann Lexi Rox so das Auto komplett auf dem Asphalt ablegen. Mit ihrem Lamborghini Huracan ist Lexi Rox der Star auf dem Treffen. Weil er einen schönen Breitbau hat und mit dem Airride schön tief ist, also macht schon was her. Und der ist an sich auch mit der Felgenwahl, mit der Farbe, mit den Aufklebern eine runde Sache auf jeden Fall. Gefällt mir. Der Breitbau ist mega fett, ja. Also es ist mega tief, einfach geil, so was sieht man nirgendwo anders. Er ist ja ziemlich kantig an sich, rund ist ja nicht viel. Und die ganze Radkastenverbreiterung, die breiten Reifen, die großen Felgen, ist einfach, stimmt einfach alles. Die ganze Aufmache. Tiefer, härter, breiter. Genau. Der Lamborghini im Mittelpunkt am Rande der Hauptstadt. Lexi Rox genießt die Aufmerksamkeit. Aber trotzdem, bei einem Auto, das fast eine Viertelmillion Euro kostet, ist auch ein bisschen Angst dabei. Denn manche Leute kommen dem Lambo doch gefährlich nah. Ja, also ich gucke schon. Also ich finde das ein bisschen nervig, wenn die Leute mit ihren Händen gucken müssen. Besonders finde ich natürlich, wenn die vorne an der Lippe zu nah lang gehen, weil es ist halt blöd, wenn jemand drauf tritt. Also ich hoffe dann immer, dass derjenige eine Haftpflichtversicherung hat, weil es ist halt teuer, wenn es kaputt ist. Lexi Rox hat den Carporn perfektioniert. Und das durchaus wortwörtlich. Die Pornodarstellerin liebt ihr Auto und zeigt das auch. Lexi Rox ist zu einer Marke geworden. Auch wenn viele Fans sich ihre Filme vielleicht nur im privaten Kämmerchen anschauen, zeigen sie gerne, dass sie Lexi-Fan sind. In der Tuning-Szene tragen bereits einige Autos ihren Schriftzug. Hey, der hat auch mein T-Shirt an. Das ist natürlich zu geil. Die Frau an sich ist schon der Hammer und dann das Auto. Passt. Ne? Möchte man beides gerne haben. Ne? Aber es gibt natürlich auch Neider. Vor allem, wenn man sein Geld mit Pornos verdient. Da wird dann schon mal aus dem Lamborghini Huracan der Hurenkan. Es ist ganz oft so, dass die Leute irgendwelche beleidigenden Kommentare bringen dazu, dass mein Auto ein Hurenkan ist. Ich meine, klar wollen die mich damit beleidigen, aber immerhin wissen sie ja, womit ich mein Geld verdiene. Also habe ich ja wahrscheinlich alles richtig gemacht. Oder die olle Pornotante schon wieder. Die fragen ja nicht, na, wer ist denn die Alte? Die wissen es ja. Also können sie es zwar scheiße finden, nur trotzdem wissen sie es. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Heiße Autos und heiße Frauen, das gehört zusammen. Egal, ob auf dem Beifahrersitz oder auch auf Messen. So wie hier auf der Tuning World am Bodensee. Einmal im Jahr bieten die Hersteller hier ihre Neuheiten an. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, die Hostessen, die Messe-Babes. Hohe Absätze, knappe Outfits, lange Haare. Und das zieht massenweise Hobbyfotografen und Hobbyfilmer an. Die Autos selbst sind da fast Nebensache. Schönes Auto und eine schöne Frau, das gibt das beste Bild. Autos und Mädels, also halbe halbe. Das Auto gilt nach wie vor als Statussymbol. Je breiter die Felgen, umso anziehender für Frauen. Die Attraktivität eines Mannes wird oft in PS gemessen, so scheint es zumindest. Das findet auch Sarah Novak. Das Playmate schreibt auf der Tuning World stundenlang Autogramme und lässt sich fotografieren. Tuner haben einen guten Geschmack, kann man mal sagen, ja? Weil wenn sie da einen Geschmack haben schon für Styling, was das Auto angeht, dann geben sie es vielleicht an sich selber auch ein bisschen weiter ab. Warum wirken Autos so anziehend? Warum entfachen sie in vielen Menschen ein gewisses Glücksgefühl? Und warum sind dann auch immer Frauen in der Nähe? Am Berliner Kurfürstendamm treffen wir Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer. Der Prachtboulevard der Hauptstadt ist Hotspot Nummer 1 für sogenannte Profilierungsfahrten. Jeden Tag posen hier vor allem Männer mit ihrem getunten Porsche, Lamborghini oder Ferrari um die Wette. Auto ist bei vielen noch ein Statussymbol, die eben zum Teil entweder mit Understatement die Sachen begleiten wollen oder aber auch zeigen wollen,
dass sie wirklich kraftvoll sind, tolle Hechte sind und schönes Design lieben. Gesehen werden, darum geht es bei den Profilierungsfahrten. Autoposer lassen den Motor laut aufrühren, geben beim Anfahren gerne etwas mehr Gas. Manche stacheln sich gegenseitig an und daraus kann dann auch mal ein spontanes Rennen werden. Das läuft in der Regel so ab, dass sich zwei Autofahrer an der Ampel spontan zu einem Autorennen entschließen und dann Gas geben. Bei den Profilierungsfahrern ist es so, dass die nicht unbedingt rasen. Ihnen kommt es eher darauf an, gesehen zu werden mit ihren teuren Wagen. Immer wieder gibt es in Deutschland spontane, illegale Autorennen. Auch hier auf dem Berliner Kudamm. Dramatischer Höhepunkt: ein Crash direkt vor dem weltberühmten KDW. Zwei junge Männer hatten sich ein Rennen geliefert. Mit Tempo 160 waren sie über den Kudamm gerast und in einen langsam fahrenden Jeep gekracht. Der unbeteiligte Jeepfahrer stirbt. Die Polizei reagiert auf dem Kurfürstendamm mit Schwerpunktkontrollen. Die Autos der Poser schauen sich die Polizisten genau an. Und sie werden fündig. Die getönte Folie auf den Scheiben ist offenbar nicht eingetragen und ein Reifen ist beschädigt. Der Reifen sieht aus, als ob da jemand was rausgebissen hat. Da fehlt ein Stück Profil. Ich bin der Meinung, dass das nicht okay ist und bin auch ganz doll sicher, dass der vereidigte Gutachter das ebenso sieht. Unverständnis dagegen beim Fahrer. Die unterstellen mir, dass das nicht originale Folierung ist. Die sagen mir, mein Reifen, weil er ein bisschen kleine Schramm hat vom Bordschein, dass das nicht in Ordnung ist. Das Auto ist schick und nicht ganz billig. 220 PS hat der Wagen unter der Haube. Der Fahrer fühlt sich zu Unrecht als Poser oder Raser verdächtigt. Wenn man auf der Autobahn ist und uns unbegrenzte Fahrtweise, natürlich fährt man etwas schneller als die anderen, weil man will ja früh ans Ziel kommen, aber sonst... Hier packt einer raus, einer rein, einer raus, einer rein. Wie willst du das schnell fahren? Auffallen um jeden Preis. Autoposer wollen protzen, freuen sich, wenn man sie filmt oder fotografiert. In den sozialen Netzwerken gibt es eine richtige Car-Spotter-Szene. Auch Paul ist ein großer Autofan. Mit seiner Kamera steht er fast jedes Wochenende am Kudamm und filmt die Luxuskarossen für seinen YouTube-Kanal. Also wir stehen hier ungefähr mal jede Woche Samstag am Kudamm und fotografieren luxuriöse Autos oder Sportwagen wie Ferrari, Lamborghini, Porsche und alles. Und ja, dann treffen wir uns immer alles zusammen und dann verbringen wir den ganzen Tag hier. Die Polizei ist davon nicht so sehr begeistert, denn der Verdacht liegt nahe, dass die Poser das noch weiter anheizt. Also wir haben schon zweimal einen Platzverweis bekommen. Die Polizei geht gegen die Poser vom Kudamm nun schärfer vor. Regelmäßige Kontrollen zu unterschiedlichen Tageszeiten sollen abschrecken. Das freut auch die Anwohner. Junge Menschen müssen nicht wie bei Motorrädern Autos fahren, die höchste Geschwindigkeit knapp 300 Stundenkilometer haben. Wenn die auf dem Kudamm lang rasen, das hören wir nachts im Bett. Die müssen doch selber wissen, man ist so viele Tote schon dabei jetzt, ja? Und die machen es immer noch, also ist unmöglich. Allerdings bei dieser Kontrolle, Dienstagvormittag um 11, gehen den Polizisten nur wenige echte Profilierungsfahrer ins Netz. Die Tuning-Szene schläft oder arbeitet wohl noch. Na, diejenigen, die uns hier Probleme bereiten, sind natürlich die Jüngeren. Die Mitte 20, die halt protzen wollen mit ihren Fahrzeugen und ja, sich profilieren wollen vor anderen. Und ja, da zählt mit Sicherheit kein 60-Jähriger dazu. Der hat einfach nur ein schönes Auto gefahren. Mit Vollgas durch Deutschland. Wer die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährden möchte, der geht auf offizielle Rennstrecken. Besonders beliebt die Nürburgring-Nordschleife. Allerdings überschätzen sich einige Fahrer ganz gewaltig. Hier kracht es deshalb regelmäßig. An der Strecke stehen Carspotter wie Marc Isso. Videos der sogenannten Touristenfahrten lädt er auf seinen YouTube-Kanal. Sie werden millionenfach angeklickt. Die Reaktionen der Pechvögel nach einem Crash sind ganz unterschiedlich. Manche ärgern sich. Kann auch sein, dass jemand in seine Tür reintritt.
Oder manche machen auch noch Fotos von sich mit dem Wagen als Erinnerung. Manche kommen dann zu mir, möchten dann das Video haben, weil die es cool finden. Die Menschen per se lieben Sensationen. Und Unfälle, die sind mit Sensationen verbunden. Deshalb sieht man in der Nordschleife die Leute, die dann mit ihren Filmkameras dort stehen und Unfälle filmen. Meist entstehen nur Blechschäden. Aber hier wurde aus Spaß tödlicher Ernst. In diesem Fahrzeug starben ein Mann aus Frankreich und seine Beifahrerin. Sie waren auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. In einer Kurve schleuderte das Auto von der Strecke und prallte in ein Fahrzeug der Streckensicherung. Die Fahrer sind auf eigene Gefahr unterwegs. Solche Unfälle sind zum Glück die Ausnahme. Die Szene der Hobbytuner ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Es ist ein teures Hobby. Der Branchenverband VDAT schätzt den weltweiten Umsatz auf rund 4,6 Milliarden Euro pro Jahr. Wir verzichten da lieber auf Urlaub und Freizeit und stecken das dann in unser Auto. Freundschaft wird unter Tunern großgeschrieben. Sie organisieren sich in Clubs, basteln gemeinsam in der Garage an ihren Autos, tauschen sich über ihre neuesten Errungenschaften aus und cruisen gemeinsam durch die Gegend. Man entwickelt ja auch Freundschaften und ich sage es immer ganz oft, das ist wie eine Familie für mich und meine Familie sehe ich auch recht oft, also sehe ich meine Leute auch recht oft. Ganz klar, Männer dominieren die Szene, aber auch ein paar Frauen lieben ihr Auto mehr als alles andere, so wie Alessandra. Ja, das ist meine große Liebe. Nämlich so viel Liebe, so viel Zeit, so viel Geld. Das ist mir wichtig, ganz wichtig. Und macht mir sehr glücklich, sehr glücklich. Bei jedem Treffen, bei jeder Messe, ich fühle mich wie Prinzessin. Ihr BMW ist ein Showcar. Breite Felgen und Sportsitze sind Mindestanforderungen. Dazu Monitore für das Kinofeeling im Kofferraum und eine fette Soundanlage. Original sind hier allenfalls noch ein paar Teile der Karosserie. Und man mag es kaum glauben, das Auto fährt sogar. Alessandra fährt aber ganz vorsichtig über Bodenwellen, um nicht aufzusetzen. Für die Eintragung der Umbauten waren eine ganze Menge TÜV-Besuche nötig. Alles ist eingetragen. Ich habe 3 Seiten Fahrzeugschein. Und ein Buch noch dazu, also ein Ordner zum Zeigen bei Polizei, wenn sowas kommt. Ja, es kommt sehr oft natürlich, weil bei jeder Verkehrskontrolle bin ich gleich raus. Ja, so auffällige Fahrzeug. Das Geld ist gerade bei den Jüngeren traditionell eher knapp. Beim sogenannten Garagentuning basteln die Hobbyschrauber gemeinsam. Felix Plewinski und Adrian Lange wollen Adrians Opel Adam S eine neue Farbe verpassen. Eine teure Lackierung kommt nicht in Frage. Stattdessen nutzen die beiden spezielle Klebefolie. Allerdings ist das nicht so einfach wie gehofft. Die Motorhaube hatte schon so ihre Tücken, das Dach scheint einfacher zu sein, dachten sie. Die Folie auf der Motorhaube, die hat ganz viele Blasen und Falten geschmissen, sodass die Folie jetzt nicht wieder verwertbar war. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann fangen wir erst mit dem Dach an. Dafür ist die Folie jetzt zu wenig. Es läuft einfach nicht richtig rund an diesem Sonntagnachmittag in Fürstenfeldbruck. Die Folie reicht nur noch für einen einfachen blauen Streifen auf der Motorhaube. Besser als nichts. Notlösung quasi, ja. Kreativ genau, sind wir. Weil einfach zu wenig Folie da ist, beziehungsweise zu wenig Folie an einem großen Stück. Also nehmen wir uns die Kompromisslösung und folieren jetzt halt Streifen, da der Adrian damit einverstanden ist, machen wir es so. Der Streifen ist easy, das ist ja wirklich, also wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir die nicht. Den Streifen schneiden die Jungs mit einem Teppichmesser zu. Als Lineal dient erst ein Heft, dann eine Posterrolle. Echte Präzisionsarbeit.
Dann wird auf der Motorhaube Maß genommen und Aufgaben werden verteilt. Adrian, du gehst jetzt hoch. Ich gehe hoch. Und Michi, runter. Wir gehen runter und bleiben auf der Linie, okay? Mhm. Millimeter für Millimeter kleben die Jungs die Folie auf die Motorhaube. Dabei entstehen kleine Luftblasen. Die reiben sie mit einem sogenannten Rakel aus der Folie raus. All das unter den kritischen Blicken der Freundin. Die kann die Liebe zum Auto nicht so wirklich nachvollziehen. Ist echt anstrengend. Manchmal ist echt anstrengend, weil es sehr viel auch Streit gibt. Und, also jetzt nicht brutal viel Streit, aber es ist halt einfach, weil die Interessen da halt echt auseinandergehen, weil ich komplett andere habe und dann kommt er. Und das ist eigentlich, manchmal ist es nicht so schön, aber ich tue es ihm zuliebe, dass ich überall mitfahre und mithelfe. Das Projekt Streifen scheint zu gelingen. Allerdings so richtig gerade sieht das nicht aus. Echt? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also es das ist kein... zählt unter Individualität. Man möchte sich ja von der Masse absetzen, ne? Und gerade Linien kann jeder. Also haben wir eine Aerodynamiklinie drinnen. Die Jungs nehmen es mit Humor. Den Tuning-Nachmittag lässt die Clique beim schmackhaften Fastfood gemütlich ausklingen. In Kempten beim Veredler Abt Sportsline ist mehr Zeit als nur ein Sonntagnachmittag. Der Umbau des Audi RS6 in eine limitierte Jubiläumsedition dauert locker 5 Wochen. Die beiden Karosseriebauer Mario Kollreider und Michael Förster hatten alles rausgerissen, was nicht nied- und nagelfest war. In der Sattlerei wurden die Teile dann mit Alcantara und Nappa-Leder bezogen. Zuerst wird der Fahrzeughimmel wieder eingebaut. Danach kommt das neu belederte Armaturenbrett an die Reihe. Es erhält außerdem eine Jubiläumsplakette. Durch das Leder sind alle Teile nun minimal dicker, deshalb ist es jetzt schwieriger, die Teile wieder zusammenzustecken. Michael Förster muss hier ganz schön klopfen, bis die Blende endlich festsitzt. Jetzt setzen die beiden Karosseriebauer die Mittelkonsole wieder ein. Und schließlich folgen noch die Sitze und das Lenkrad. Ein Akkuschrauber kommt hier kaum zum Einsatz. Die meisten Schrauben drehen die Mechaniker von Hand. Wir schaffen mit der Hand mit mehr Gefühl. Geht zwar schneller mit einem Akkuschrauber, aber da hat man weniger Gefühl mit dem Akkuschrauber. Der Audi RS6 hat eigentlich 605 PS. Die Veredler von Abt Sportsline holen aber noch mehr aus dem Motor raus. Der RS6 bekommt eine Leistungssteigerung auf 735 PS mit einem Zusatzsteuergerät, einem Kabelbaum, der hier unter der Kastenabdeckung verbaut ist. Zusätzlich bekommt er Hochdruckpumpen. Hier. Aufgrund der höheren Leistung benötigt der Motor mehr Benzin. Dafür sorgen die Hochdruckpumpen. Mario Kollreider und Michael Förster bauen auch eine neue Abgasanlage ein. Das dauert gerade mal eine Viertelstunde. Im RS6 kann der Fahrer selbst bestimmen, wie laut das Auto sein soll. Dafür dient die Klappenabgasanlage. Diese wird im Fahrzeug über die Taste Dynamik angesteuert. Und sobald man auf Dynamik stellt, macht die Klappe auf und das Fahrzeug ist lauter. Wenn man umso mehr Gas, das man gibt, umso lauter wird er. Und wenn man diese Klappe wieder schließt, durch den Dynamikknopf wieder rausnimmt, wird die Abgasanlage wieder leiser. Die zwei Karosseriebauer veredeln den RS6 nun noch optisch mit verschiedenen Carbon- und Kunststoffteilen. Dafür malt Mario Kollreider mit einer Schablone und einem Edding Löcher auf die vorderen Kotflügel und sägt sie dann ganz vorsichtig aus. Denn wenn er zu tief sägt, kann das teuer werden. Dann setzt er eine Blende ein, die das Auto auch noch einmal optisch aufwerten soll. Die meisten Anbauteile kleben die beiden Karosseriebauer mit speziellem Industriekleber. Klebeband und Holzklötze sorgen für mehr Druck, ähnlich wie bei einem Druckverband. Es werden zwar manche Teile werden zusätzlich noch unten verschraubt, vielleicht, aber nur minimal. Der Hauptteil wird verklebt. Und die Kleber halten so viel aus,
Und das ist auch relativ viel Kleber drauf. Also wer glaubt, dass das nicht hält, der ist im Irrglauben, weil das hält Bombe. Wenn man das runterreißen möchte, man kann es probieren, dann geht es 100% kaputt. So stark hält der Kleber. Nach 12 Stunden Trocknen bekommt der Audi noch schicke Felgen. Dann ist der RS6 fertig. Statt 111.000 Euro Listenpreis ab Werk kostet er mit Sonderausstattung und Abtveredelung nun fast das Doppelte, nämlich satte 220.000 Euro. Deutschland ist das Autoland Nummer 1. Das Auto ist unser liebstes Stück, nach wie vor ein Statussymbol. Vor allem Männer zeigen das gerne. Jeder Mensch ist eitel. Frauen sind eitel und zeigen sich gern mit hübschen Kleidern, mit schicker Mode. Und Männer sind eitel und betonen dadurch ihre Kraft, ihre Muskeln. Und das kann man mit Autos zum Teil ganz gut machen. Zu starke Männlichkeit ist der Polizei aber ein Dorn im Auge. Sogenannte Autoposer sehen Ordnungshüter und Anwohner gar nicht gerne, so wie bei einer Verkehrskontrolle in Mannheim. Inzwischen gibt es hier sogar mehrere Bürgerinitiativen. Jede Nacht fliegen sie aus dem Bett durch sogenannte Poser, die hier nichts anderes zu tun haben, als ständig zu kreisen und immer wieder mit aufheulenden Motoren jenseits der 100 Dezibel-Grenze die Bürger zu ärgern. Aber Autos erzeugen bei vielen nun mal echte Glücksgefühle. Die Kraft des Motors, eine leistungsstarke Maschine zu beherrschen. Autos sind nun mal sexy. Wenn man richtig viel verändert hat am Auto, ist es teilweise besser wie Sex. Dann ist das ist dann einfach ziemlich geil, wenn man dann ein bocktiefes Auto sieht mit krassen Felgen drauf und ein geiles Design. Das ersetzt dann, wenn man es nicht haben kann, auch gern mal den Sex. Autos haben ja Emotionalität und Emotionalität hat was mit Sexualität zu tun. Also diese Sexualität beim Auto ist ein wichtiger Punkt und Sexualität und Frauen und sexy, da ist man nah beieinander und gerade bei Tuningbranchen wird das natürlich übersteigert zum Ausdruck gebracht. Umso außergewöhnlicher ist es, wenn dann statt eines Mannes eine Frau am Steuer so eines hochgezüchteten Boliden sitzt. Deshalb ist Pornodarstellerin Lexi Rocks mit ihrem Lamborghini Huracan auf dem Tuner-Treff in Berlin natürlich der Star. Ich glaube, das überrascht die Leute immer, wenn da so eine kleine Püppi drin sitzt. War ja typisch so, oh, der muss ja einen kleinen Schwanz haben und dann, oh, ist ja ein kleines Mädchen. Hm. Ja. Lexi Rocks liebt ihren Lambo und Autos allgemein. Und das zeigt sie auch voller Stolz auf ihrem YouTube-Kanal. Der Lamborghini ist aber nicht ihr einziges Auto. Im Alltag fährt sie meist ihren ebenfalls getunten Mercedes, ein AMG C63. Huhu. Also, kleiner Soundcheck. Ihr wolltet ja mal wissen, wie sich mein Auspuff jetzt anhört. Und das zeige ich euch mal. Ich finde zum Beispiel den R8 auch echt geil, aber der kostet ja fast genauso viel. Dann kann ich auch den Lamborghini nehmen. Also dann kann ich auch die richtige Karre nehmen. Der Parkplatz des Einkaufszentrums in Berlin-Spandau ist in der Szene bekannt. Jeden Samstag treffen sich hier die Tuning-Fans aus Berlin und Brandenburg. Gegen 23 Uhr löst es sich allmählich auf. Auf der Straße vor dem Parkplatz hat sich eine Menschenmenge versammelt. Denn alle wollen sehen, wie die Tuner mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen davonrauschen. Die Höchstgeschwindigkeit spielt bei den meisten Tunern aber nur eine Nebenrolle. Trotzdem werden sie allgemein als Raser abgestempelt. Aber nur auf wenige trifft das auch wirklich zu. Denn rein praktisch gesehen ist das oft gar nicht möglich. Die meisten Autos liegen viel zu tief. Ich bin zu tief zum Rasen. Wenn ich rase, mache ich mir einen kompletten Unterboden kaputt. Die Leute werden darauf hingewiesen, dass es natürlich schon zur Sache geht, aber die Straßenverkehrsordnung sollte ja jeder auch einhalten. Wenn ich mir die Straßenverhältnisse in Berlin angucke und mein Auto oder andere, die ihr Auto so tiefer gelegt haben, damit rast keiner über die Straße einfach so.
Da reißt du dir ja alles auf. Wir wissen ganz genau zu unterscheiden zwischen den Profilierungsfahrern und Fans der Tuning-Szene, die hier nicht in Erscheinung treten. Egal, ob nun schnell oder langsam, schöne Fahrzeuge lassen die Herzen von Autofans nach wie vor höher schlagen.